Wir beginnen mit dem Startprofil aus Aluminium. Dieses hat bei diesem Modell eine Feder, wird ganz einfach von oben in die Pfostennut eingeschoben. Dann geht es auch schon weiter mit dem ersten WPC-Brett. Auch hier die Feder nach oben. Und dann geht's Brett für Brett weiter. So, die WPC-Lamellen sind alle drin. Jetzt müssen wir nur noch das Abschluss-U-Profil aus Aluminium von oben aufsetzen.